Hammer! Sky, du kannst mit der nächsten Ladung kommen. Ich brauche noch mehr Nägel und Schrauben. Das ist ein Fall für Chase. Wow. Seilrutsche. Danke, Chase. Das habe ich doch gern gemacht. Aber ein Riesendurst. Ich habe auch Durst. Sky, es ist so heiß und wir haben alle Durst. Könntest du uns Wasser aus dem Fluss holen? Ich bin gleich wieder da. Danke, Sky. Wasser! Wasser! Danke, Marshall. War wirklich eine Erfrischung. Seilrutsche! Hilfe! Tut mir leid, das war Mattea. Sie kann eben gut Stimmen nachmachen. Und jetzt hat sie eure nachgemacht. Stimmen nachmachen! Schraubendreher! Nein, Mattea! Das Baumhaus darf nicht auf das Nest fallen. Tracker, befestige das Baumhaus an deinen Kabeln. Kabel! Rocky, halt dich fest! Rocky, halt dich fest! Rubble, schnell! Wir brauchen deinen Kran und den Greifer. Rubble ist der Retter! Puh, das wäre fast schief gegangen. Rocky, kannst du die Schrauben wieder festziehen? Jetzt mach schon. Du musst Schraubendreher sagen, so wie du es immer machst. Oh nein, er kriegt kein Wort mehr raus. Jetzt kommt er nicht mehr an sein Werkzeug ran. Wasser! Hey, Marshall, was machst du denn? Auch das noch. Kabel. Carlos, sag Mattea, sie soll hochfliegen und Rockys Stimme nachmachen. Damit sie an sein Werkzeug kommt. Verstehe. Ich versuch's. Mattea, möchtest du einen Cracker? Cracker. Achtung, Rocky, Cracker kommt. Jetzt mach schon. Na komm, Mattea, sei ein braver Vogel. Mal sehen, ob wir Mattea dazu bringen, das Wort Schraubendreher zu sagen. Mattea, sag Schraubendreher. Na komm, jetzt mach schon. Ja. Rubble ist der Retter. Schraubendreher. Ich hab es. Ja! Schraubendreher! Ah! Schraubendreher! Super, Rocky! Du schaffst das! Ja, gut so! Beeilt euch! Gut, Mattea! Und jetzt sag Hammer! Hammer! Ah! Hammer! Henrietta, lass uns gehen! Henrietta, lass uns gehen!
Franzi, wie kannst du nur nach all dem Wasser und der Sonne, die du bekommen hast? Wir brauchen Hilfe! Oh! Oh, die böse Pflanze hat mein Lieblingshündchen verschluckt. Keine Angst, Henrietta. Ich bin da. Ich glaube, ich weiß, was Pflanzi für eine Pflanze ist. Eine, die Fleisch frisst. Eine Pflanze, die Fleisch frisst? Eine fleischfressende Pflanze. Und diese Art frisst gerne Insekten, die es in dem Sumpfgebiet dort drüben gibt. Ach so, dort drüben kommen Pflanzen wie Pflanzi sowieso vor? Genau. Wir hätten Pflanzi gar nicht hier einpflanzen dürfen. Der Boden ist viel zu fruchtbar. Und wenn er nicht bald Insekten bekommt, wird er krank. Verstehe. Das bedeutet also, wenn wir Pflanzi Insekten bringen, dann versucht er sie zu schnappen und Henrietta ist frei. Zuma, pass auf. Du fährst jetzt mit deinem Luftkissenboot in den Sumpf und holst einen Schwarm Lieblingsinsekten für Pflanzi. Ab ins Wasser! Das ist kein schlechter Plan, Ryder. Aber womit lockt Zuma die Insekten hierher? Ich glaube, die werden ganz wild sein auf Hundekuchen, Carlos. Ja! Dann fahr ich mal Fliegen fischen. Viel Spaß! Keine Sorge, mein allerliebstes Lieblingshühnchen. Hilfe ist bereits unterwegs. Sobald Zuma hier mit den Insekten eintrifft und wir Henrietta befreit haben, pflanzen wir Pflanzi da ein, wo er hingehört. Rubble, du gräbst mit deinem Bagger seine Wurzeln aus. Rubble ist der Retter. So ist es gut. Schön dem Hundekuchen folgen. Du hast ja einen riesengroßen Insektenschwarm im Schlepptau. So, Chase, jetzt bist du an der Reihe. Du musst den Hundekuchen zu Pflanzi raufwerfen. Wuff, Werfer! Die Insekten ärgern mich, Ryder. Lass uns schnell loslegen. Natürlich. Na dann, Feuer frei. Wuff, und los! Mein allerliebstes Lieblingshühnchen. Na, Pflanzi, Lust auf einen Umzug? Gut gemacht, Rubble. Also, meine Freunde, dann wollen wir Pflanzi mal zu seinem neuen Zuhause bringen, auf die andere Seite des Sumpfes. Danke, dass ihr mich gerettet habt, Paw Patrol, und dass ihr Pflanzi ein neues Zuhause gegeben habt. Aber vor allem danke ich euch für die Rettung meiner über alles geliebten Henrietta. Sie wissen ja, Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Und unsere mutigen Rettungshunde haben sich Leckerlis verdient. Hey! Ich glaube, sie hat Hunger. Oh nein! Gilda ist doch nicht etwa meine Notfallbananen, oder? Doch, genau das tut sie. Hey! Vorsicht! Meine Güte, ein Riesendurst hat sie auch. Elefanten brauchen tonnenweise Futter und viel, viel Flüssigkeit. Ihre Familie könnte also am Wasserloch sein. Vielleicht können wir Gilda dazu bringen, uns dorthin zu folgen. Rocky? Ich höre, Ryder. Wir müssen deinen Wagen mit Bananen beladen und Gilda damit locken. Verstanden, Ryder. Und die Paw Patrol präsentiert wieder einen perfekten Plan. Rocky, Treffpunkt Bananenstauden. Zuma, behalte Gilda im Auge. Im Ohr behalte ich sie auf jeden Fall. Alles klar, die Bananen sind geladen. Rockys Bananenwerfer funktioniert. Irgendwie.
geht sie nicht ins Wasser. Ihr ist Eis und sie hat Durst. Sie vermisst ihre Familie. Wir müssen sie suchen. Marshall, beschäftigst du Gilda? Kein Problem. Wasserkanone. Das macht dir Spaß, seht ja. Nur. Sehr gut. Gilda, bitte recht freundlich. Juhu. Nun, es ist zwar nicht das Naturfoto, auf das ich gehofft hatte, aber es ist wirklich gut getroffen. Aha, sehr witzig. Hier spricht Ryder. Ryder, ich habe Gildas Bruder gefunden. Und ihre Mama. Sie scheint in eine Schlucht gerutscht zu sein. Sie kommt nicht mehr raus. Oh, oh, das ist ein Problem. Ein Riesenproblem. Tja, du sagst es, weil noch niemals ein wilder Elefant eine so wahnsinnig steile Wand überwand. Was? Wir müssen die schwere Elefantenmama den Abhang hochziehen. Ich ruf Rubble an. Hallo, Ryder. Was ist los? Wir brauchen deinen Kran. Komm schnell zur Schlucht. Rubble, mach das rucki-zucki. Chase, das Netz. Netz! Alles klar, Rubble. Lass den Greifer runter. Schon dabei. Jetzt geht's los. Jetzt können wir die beiden zu Gilda an das Wasserloch locken. Bereit, Rocky? Bereit! Juhu! Endlich bekomme ich das perfekte Naturfoto! Ups! Danke, Gilda. Elefanten im Anmarsch! Zur Seite! Wir suchen lieber weiter, oder? Ja, na los, Fellfreunde. Oh, wo kommt denn die Wurzel her? Sieht nach einer Stolperfalle aus. Ja, sie hat etwas ausgelöst. Das müssen wir stoppen. Das wird nicht lange halten. Kommt schon. Ich krieg nachher den Stock. Oh, gut, dass ich mein Hinterteil nicht eingeklemmt habe. Du hast Glück. Oh. Affen, da vorne! Wir holen uns die Krone. Das ist eine riesige Kokosnuss! Ja. Ich hoffe, euch fehlt nichts. Schmeckt echt lecker. Ich liebe Kokosnüsse. Seht euch das an. Oh. Wow. Freunde, seht mal da oben. Das muss der Thron des verlorenen Affenstamms sein, von dem uns Captain Tolpatsch erzählt hat. Der Captain hatte recht. Die Affen warten wirklich auf die Rückkehr ihrer Herrscherin. Oh, oh, schon wieder eine Falle. Es gibt keinen anderen Ausgang. Wir brauchen Verstärkung. Juhu, Sonnenschein! Sonne scheint so schön. Ich liebe die Sonne. Ich liebe die Sonne.
Das ist Ryder. Carlos, wir sitzen in einer unterirdischen Höhle fest. Wir brauchen Hilfe. Schon unterwegs. Wo seid ihr? Wissen wir nicht. Oh nein, der Akku von meinem Pawpad ist leer. Ryder? Ryder? Er ist weg. Warte, er ist nicht weg. Ich höre sie. Oder zumindest höre ich einen Haufen Affen. Tracker, du kannst uns zu ihnen führen. Aber dann müssen wir ja zurück in die Dunkelheit. Aber als neues, stolzes Mitglied der Paw Patrol muss ich meine Angst für meine Freunde überwinden. Folgt mir! Was ist denn das? Ich habe keine Ahnung. Mara, warte! Wir müssen dich hier rausbringen. Ryder, ich denke, wir sollten hier alle raus. Der Lärm wird lauter. Oh nein, wir sind in die falsche Richtung gegangen. Aber ich höre die Affengeräusche auf der anderen Seite der Wand. Wir müssen irgendwie zu ihnen durchkommen. Sie bewegt sich nicht. Ich habe eine Idee. Kabel! Ja, Tracker! Ja, Tracker, los! Wir müssen einen Weg nach draußen finden, Chase. Ja, aber wie? Wo? Tracker, du hast es geschafft. Ja, aber wir sollten hier schnell verschwinden. Okay. Mara, lass uns gehen. Es ist zu gefährlich hier drin. Wisst ihr, was das heißt? Die verschollen geglaubte Affenkönigin ist Mara. Toll hier. Was ist das? Sowas habe ich noch nie gesehen. Die Leute hier nennen ihn den Tempel der Affenkönigin. Und die Leute sagen, wenn man der Königin die Kette wegnimmt, dann stürzt der Tempel zusammen und man ist gefangen. Das ist gefährlich. Da ist sie wieder. Chase, du lenkst Mara ab und ich hol das Pawpad. Das ist ein Fall für Geheimspion Chase. Wuff, Seilrutsche. Oh. Hallo Mara, bitte mach jetzt kein Affentheater. Wuff, Saufnapfpfoten. Wetten, das kannst du nicht, Mara. Wuff, zurück. Na, wie mache ich das? Wahnsinn, das möchte ich auch können. Das machst du gut, Mara. Ich bin richtig stolz auf dich. Du hast sie gut abgelenkt. Ich hab das Pawpad. Super, na dann nichts wie raus hier. Einen Moment, ich mach noch schnell ein paar Fotos. Ich will lieber gehen, bevor irgendwas Schlimmes passiert. Na gut. Jetzt komm, Mara, wir gehen nach Hause, los. Nein, Mara! Sie hat die Kette genommen. Die Ruine stürzt über uns ein. Schnell raus! Nichts wie raus. Oh nein, sie sind eingesperrt. Das war Mara. Wir müssen der Königin die Kette wieder umlegen. Sky! Sky, hörst du mich? Laut und deutlich! Ein großer Felsbrocken ist runtergefallen und liegt vor der Tür. Ich brauche Hilfe. Rubble, du musst ganz schnell mit deinem Presslufthammer zur Ruine kommen. Alles klar, Ryder, bin schon unterwegs. Rubble ist der Retter! Der Felsbrocken liegt genau vor der Tür. Ryder, Chase und Carlos sind da drin gefangen. Ich versuche mit dem Presslufthammer den Felsen klein zu machen. Und dann kommen sie vielleicht wieder raus.
Oh, oh. Wie kriegen wir die Kette wieder darauf? Das ist ein Fall für Geheimspion Chase. Wuff. Nachtsichtbrille. Wuff, wuff. Seilrutsche. Oh, weg ist sie. Wuff. Licht. Sie hat die Kette fallen lassen. Das ist unsere Rettung. Ryder, pass auf. Nichts passiert. So. Es hat wieder aufgehört. Geschafft. Au! So. Und jetzt nichts wie raus. Presslufthammer. Schaufel. Ryder, Rubble hat den Felsbrocken weggeräumt. Versucht mal, die Tür aufzuschieben. Na, die ist viel zu schwer. Es gibt bestimmt noch eine andere Möglichkeit. Du hast es geschafft! Ich sehe Matteo nicht. Ich komme wieder runter. Er muss aber doch irgendwo da oben sein. Na gut, ich sehe noch mal nach. Oh, Matteo! Oh, gib einfach laut! Sei brav, Matteo. Lass dich einfach retten. Oh, oh. Warte, Matteo! Und Marshall, hattest du Glück? Ich habe ihn gefunden, Ryder. Er ist gerade hier um die Ecke. Aha. Oh, ein Ei. Oh. Jetzt weiß ich, wieso Matteo hier bleiben möchte. Sieh nur. Gib einfach laut. Was? Er ist eine Sie? Marshall! Ich hab dich. Gut gefangen, Carlos. Alles in Ordnung, Ryder? Ja, alles in Ordnung, aber ich könnte Hilfe brauchen. Ein klarer Fall für Chase. Schon gut, keine große Sache. Danke, dass du Matteo und ihr Nest gefunden hast. Also, Matteo ist eine Sie? Und eine Mama. Ab jetzt nenne ich sie Mattea. Sie muss hier bleiben, bis ihr Junges schlüpft. Das heißt, ich bleibe auch hier, um sie zu beschützen. Wir bleiben alle hier. Der Adler ist eine Gefahr. Oh, im Dschungel sind die Nächte ganz schön stockfinster. Mir macht Zelten im Dschungel überhaupt keine Angst. Das war nur ein Marshmallow. Matthias? Ryder, das Küken schlüpft. Wir sind schon unterwegs. Kommt mit, Fellfreunde. Oh, es ist ja so süß. Da ist der Adler. Das Küken. Nein. Wir übernehmen den Adler. Du kletterst nach unten, falls das Kleine runterfällt. Verstanden. Oh nein, verschwinde! Wir müssen den Adler von hier verscheuchen. Chase, du weißt, was zu tun ist. Gut gemacht, Chase! Danke, Ryder! Verdammt!
Fang mich doch, wenn du kannst. Tolle Flugmanöver, Chase. Jetzt ist der Adler zu weit weg, um hier Schaden anzurichten. Ja, ich hab dich.